Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wir sind in Duisburg, Sonntagmittag, hier hieß es KFC Uerdingen gegen Energie Cottbus. Den ersten Heimsieg im Jahr 2019 sollte er hier holen. Heiko Vogel, der vierte Cheftrainer der Uerdinger, zuletzt Pokalsieger mit Sturm Graz, jetzt also Liga 3. Mal schauen, was es da so gibt in der Zukunft. Die Gegenwart hieß Cottbus, die mussten gewinnen. Deswegen waren sie am Anfang auch ein wenig nervöser, vor allen Dingen links hinten. Das konnte der KFC nutzen. Kam mal wieder über rechts. Flücke bekam die Kugel und netzte ein. Was für ein schönes Tor. Aber auch eine klasse Vorbereitung. Osave zu Rodriguez. Der war sowieso bärenstark an diesem Mittag. Und Flücke dann. Erster Drittligatreffer seit 5 Jahren. Damals für Mainz 2. Und was für einer. Schauen Sie sich das einfach mal in Ruhe an. Herrlich. 5 Minuten später. Cottbus wirkte schon ein wenig so, als wüssten sie, dass es hier um einiges ging. Jetzt mal haben sie eine Standardsituation bekommen. Aber war das wirklich was? Petersen für 4 Freistoß. Ich habe da keinen Foul von Lukimia gesehen. Dimitar Rangelov mit dem Freistoß. Und er kann es immer noch. Der hat es einfach drauf. Was für ein toller Standard, der Ausgleich für Energie Cottbus. Hier musste man wirklich sagen, aus dem Nichts. Uerdingen war nicht beeindruckt, spielte wirklich vor allen Dingen in der Offensive sehr, sehr gut. Die 41. Minute wieder Rodriguez und hinten Flücke fast mit dem Doppelpack. Das 2:1 auf dem Fuß. Aber José Matuvila, er schmiss sich da rein mit allem, was er hatte, bärenstark verteidigt. Halbzeit. Wollitz gegen Vogel. Noch konnten beide zufrieden sein. Für beide gab es einen Punkt bis hierhin. Aber Cottbus wollte viel, viel mehr. Die 63. Spielminute. Jetzt bekommt Rangelov den Ball. Was macht er da? Lässt da Erb und Lukimia stehen und macht das 2:1 für Energie Cottbus. Dieser alte Mann, und das meine ich nicht despektierlich, hat es immer noch drauf. Zack, da stehen sie da, die Uerdinger Verteidiger. Nichts zu halten für Benz. Führung, Spiel, gedreht. So einfach kann der Fußball manchmal sein. Klasse Tor, Doppelpack. Letzte Möglichkeit für Uerdingen, die 85. Freistoß. Lukimia konnte das Ding nicht im Netz unterbringen. Es gab also die Niederlage, misslungenes Debüt für den neuen Coach Vogel. Fehler passieren immer, ja. Und ich glaube, ich habe zu den Jungs in der Halbzeit gesagt und auch davor, seid mutig, ich stelle mich hin und nehme die Verantwortung, weil sie haben wirklich bedingungslos versucht, das umzusetzen, was wir jetzt uns in der Trainingswoche erarbeitet haben. Und das ist klar, da denkt man mehr, als das normale Fall ist. Und dann passieren dann auch solche Fehler. Aber dafür nehme ich die Verantwortung, kein Problem. Es geht weiter. Ja, heute war ganz wichtig für uns. Wir waren sehr konzentriert und motiviert, dieses Spiel zu gewinnen. Es war richtig schwer, weil die sind eine richtig gute Mannschaft. Und fußballerisch ist, die sind auf ganz hohem Niveau. Aber wie gesagt, ich bin ganz glücklich, dass wir das geschafft haben als Mannschaft. Weil Dimitar Rangelov einen Sahnentag erwischt hatte, konnten die hier feiern. Und zwar einen ganz fetten Big Point im Abstiegskampf der dritten Liga.